Mit diesen drei Werkzeugen zeige ich dir, wie du dir eine Glatze schneiden kannst. Eine Methode, die ich dir jetzt nicht zeigen kann, ist halt der Friseur an sich. Sprich, es gibt keine Maschine, die einen Friseur ersetzt, sondern der Friseur an sich war halt extrem wichtig für mich am Anfang, dass ich überhaupt den Sprung hinkriege von den Haaren, die ich auf dem Kopf hatte, mit Haarausfall zu einer Glatze. Und das ist halt so passiert, dass ich gemerkt habe, als der Friseur nicht mehr hier oben angesetzt hat, um die Haare zu schneiden, sondern irgendwie am Ohr angefangen hat zu schneiden und ich war innerhalb von ein paar Minuten schon fertig. Während das so passiert ist, habe ich meinen Friseur dann gefragt, was wir dann in Zukunft ändern können. Und er meinte, ja, man nimmt so eine Maschine in die Hand und keine Schere mehr und man setzt an und schneidet sich die Haare komplett weg. So kam ich zu meiner Glatze. Als das vollzogen worden ist, wollte ich das dann auch selber machen zu Hause. Dann hat mir mein Friseur seine Maschine empfohlen und mit dieser Maschine kriege ich es halt hin, dass ich zwischen 0,8 mm und 2 mm noch Haare stehen lassen kann. Das hatte nämlich den Vorteil, dass ich nämlich mir keine Gedanken machen muss wegen Rasierschaum oder Aftershave oder irgendwelchen Balsam, sondern ich setze einfach die Maschine auf mit dieser Vorrichtung hier vorne, die dabei hilft, dass man sich nicht schneidet. Und übrigens, dieser Schnitt hier, den habe ich stehen lassen und mit dieser Maschine heute gemacht, das sind 2 mm. Als ich mich dann an den neuen Schnitt gewöhnt habe, wo es noch keine Vollglatze war, war ich neugierig. Ich wollte mir dann eine Vollglatze schneiden lassen und dann habe ich diese Maschine hier gekauft. Und zwar erlaubt sie mir, dass ich direkt an meine Kopfhaut ansetzen kann und dann 0 mm übrig bleiben, sprich, dann ist die eigentliche Kopfhaut, die eigentliche Glatze sichtbar. Und bei der Maschine muss man halt auch ziemlich wenig beachten, weil man kann sie sowohl mit Wasser als auch trocken benutzen. Und im Nachhinein benutze ich dann einfach noch einen Aftershave. Mit dem Haarschneider vom Friseur, da fällt das halt auf, dass du die Haare noch auf dem Kopf hast und es wird dann immer mehr und mehr an den Seiten. Das heißt, du hast das Bedürfnis, dass du dich öfters rasierst, weil das nämlich schneller nachwächst, weil bereits Haar vorhanden ist. Und wenn Haar vorhanden ist, wiegt es dann automatisch ein bisschen dichter. Und bei mir sieht es so aus, dass die Haare an den Seiten deutlich dichter sind als oben, wo ich den Haarausfall hatte. Und mit dem elektrischen Rasierer, da ist es dann so, wenn ich auf Null gehe, dann braucht das 1 bis 2 Tage, bis da wieder was nachwächst und dann fängt das erst an gräulich zu werden und wenn es dann grau ist, wird es dann schwarz und dann hat es denselben Status wie der Haarschneider. Dieses kleine Gerät ist nicht elektrisch, es vibriert nicht, aber es braucht unheimlich viel Erfahrung da drin und das ist auch die aktuelle Methode, die ich benutze, weil ich nämlich davon überzeugt bin und die auch ein paar Vorteile mit sich bringt, die die anderen Maschinen nicht haben. Der Rasierhobel hat die Eigenschaft, dass du, wenn du die Rasur komplett fertig hast, hast du eine Vollglatze. Das heißt, du hast 0 mm und es braucht ziemlich lange, bis die Haare wieder nachwachsen. Das heißt, im Schnitt rasiere ich mich mit dem Rasierhobel alle 3 bis 4 Tage, weil dann genug Haar auf dem Kopf wieder ist, damit der wieder packen kann. Als ich mir dann eine lange Zeit mit den elektrischen Geräten mir den Kopf rasiert habe, habe ich mal so mit meinem Vater mich unterhalten und wie die Leute früher sich rasiert haben und die Leute, die eine Glatze früher hatten, wie haben die sich eigentlich eine Glatze geschnitten, wo sie noch keinen elektrischen Rasierer hatten? Und da bin ich auf den Rasierhobel gestoßen, weil früher wurde ein und dasselbe Gerät sowohl für das Gesicht als auch für den Kopf benutzt. Da wurde nicht unterschieden, wo die Haare waren, sondern da wurde alles mit dem Rasierhobel rasiert, ob das jetzt im Gesicht war, auf dem Kopf oder auf dem Rücken. Ich habe dir gezeigt, wie mir diese drei Werkzeuge dabei geholfen haben, eine Glatze zu rasieren. Wenn du mehr erfahren möchtest, lass gerne ein Abo da.